Jedes Mal, wenn ich an diesem Fenster vorbeigehe, werde ich daran erinnert, was damals im Jahre 1892 hier im Dorf geschehen ist. Und ich finde es sehr wichtig, sich an diesen Dorfbrand immer wieder zu erinnern. Der Dorfbrand 1892 war eine ganz grosse Tragödie, Katastrophe für unsere Gemeinde Sevela. Leider hat es ein Todesopfer gegeben und ganz ein Haufen alte Häuser sind durch den Brand verloren gegangen. Das Ereignis von damals, von 1892, hat sicher noch Auswirkungen bis in die heutige Zeit. Unter anderem ist es dafür verantwortlich, dass wir kein eigentliches Dorfzentrum haben. Und das ist ja gerade auch ein Ziel von dem Projekt Drei Könige, so einen Ort zu schaffen, wo die Bevölkerung sich treffen kann. Also etwas, was mich am meisten beeindruckt hat bei dieser Brandkatastrophe, ist die grosse Solidarität, die er bewirkt hat. Nicht nur am Brandtag selber, da sind wie gesagt die Feuerwehren von weit her gekommen, sogar von über dem Rhein und sogar vom Vorderberg her noch, sondern auch dann darüber aus. In so einer grossen Katastrophe hat die Feuerwehr nie die Mittel gehabt, wie wir sie jetzt haben. Sie haben mit primitiven Handspritzen, einfachen Handspritzen, den Brand müssen löschen. Am 25. März 1892 ist ein Grossteil von Sevela abgebrunnen. Wie ist es zu dem Brand gekommen? Es war ein schöner, warmer Frühlingstag und es ist der Pföhn gegangen. Der Pföhn ist ein warmer Südwind. Und der Pföhn hat natürlich als Brandbeschleuniger gewirkt. Sobald der Brand irgendwo ausgebrochen ist, hat er sich in rasender Eile auf weitere Gebäude ausbreitet. Die eigentliche Ursache ist wahrscheinlich in einem Chemiebrand gelegen. Brandstiftung und Fahrlässigkeit hat man eigentlich weitgehend können ausschliessen. Es ist damals sehr häufig vorgekommen, dass es grössere Brandfälle gegeben hat. Vor allem im Rheintal, wo ja das Föhntal ist. Es gibt praktisch kein Dorf im Rheintal, wo nicht mindestens einmal im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte abgebrunnen ist. Also besonders viele Fälle sind aus dem 19. Jahrhundert bekannt. Ein grosses Glück war es, dass der Brand tagsüber ausgebrochen ist. Etwa um 2:30 Uhr, also mitten am Nachmittag. Und nicht zur Nacht. Man stelle sich vor, wenn es Nacht ausgebrochen wäre, die Leute wären am Schlafen und vom Brand im Schlaf überrascht worden. Also aus dem ganzen Werdenberg und aus dem Sargasserland, aus Liechtenstein, ja sogar aus Vorarlberg bis auf Feldkirch, sind Feuerwehrleute angezurückgekommen und haben Sevela bei dieser grossen Aufgabe der Brandbekämpfung und tatkräftig unterstützt. Der Schaden vom Dorfbrand war immens. Einerseits, und das soll an erster Stelle erwähnt werden, hat es ein Menschenleben gefordert. Eine Katharina Spitze, eine gut 40-jährige Frau, die gehörlos war und leider in ein brennendes Haus zurückgegangen ist. Wahrscheinlich, weil sie nicht schon rausholen wollte und nicht mehr zurückgekommen ist. Es ist auch viel Fähig gestorben. Und dann hat es natürlich viel Gebäude- und Immobilienschaden gegeben. Es sind insgesamt 77 First in Schutt und Asche gelegt worden. Davon 38 Wohnhäuser und 38 Ställe und plus Kirche. Es sind über 200 Menschen obdachlos geworden. Die sind aber offenbar auch das ein schönes Zeichen der damaligen Solidarität. Alle irgendwo bei Bekannten, Verwandten in der Gemeinde oder allenfalls in der nächsten Umgebung vorübergehend unterkommen. Der Dorfbrand in Sevela war ja nicht der einzige im Rheintal. Die Problematik im Rheintal ist, wenn ein Brand ausbricht und gleichzeitig herrscht noch Föhnlage, ist das für alle Dörfer ein Problem in dieser Region gewesen. Oder ja, heute weniger, aber auch heute können immer noch kleine Brandfälle werden natürlich sofort beschleunigt, wenn Föhnlage ist.
Und das hat sicher auch dazu geführt, dass man eine effiziente, kompetente Feuerwehr hat müssen aufbauen da in der Region, die für die Region zuständig ist. Und eben in solchen, gerade in solchen Wettersituationen sehr schnell reagieren kann. Die Schadenssumme hat insgesamt fast eine 500.000 betragen. Neben den Immobilien sind da eben, wie gesagt, auch Fee, die umgekommen ist, und auch Obstbäume, die zu Grund gegangen sind, dazu zu rechnen. Ein Grossteil davon hat die Gebäudeversicherungsanstalt gedeckt. Die Gebäudeversicherung ist im Kanton St. Gallen schon früh obligatorisch geworden, wahrscheinlich gerade durch die Erfahrungen, durch die vielen grossen Dorfbrände, durch die Föhe. Ein weiterer Teil hat eine Spendeaktion gedeckt von einem Hilfskomitee. Und aber immerhin noch etwa 85'000 Franken sind ungedeckt gewesen, haben also die Geschädigten selber müssen übernehmen. Der Dorfbrand ist natürlich umso ein bisschen reisserisch zu sagen, noch ein Medienereignis erster Güte gewesen. Unglücksfälle und Verbrechen haben natürlich auch damals schon gezogen. Und es hat natürlich auch letztlich zum Informationsauftrag der Medien gehört, darüber zu berichten. Neben der regionalen Zeitung, im Werdenberger und Obertoggenburger, ist aber auch in anderen Zeitungen berichtet worden. Also natürlich auch in den St. Galler Zeitungen, St. Galler Tagblatt. Sicher war es auch in den Liechtensteiner Zeitungen ein Thema. Und sogar die NZZ hat darüber berichtet. Ja, sie hat nicht nur darüber berichtet, sondern sie hat sogar noch einen Sonderberichterstatter geschickt, der noch am Brandtag selber mit dem allerletzten Zug anzureisen gekommen ist, von Zürich in Sevelen übernachtet hat und kurz darauf hat dann in der NZZ einen ziemlich grossen Bericht darüber erschienen ist. Die Berichterstattung in den Medien hat natürlich nicht nur zur Befriedigung von der Sensationsgier dient, sondern sie hat auch überhaupt die Aufmerksamkeit auf die Katastrophe von auch Gebiete außerhalb von Sevelen auf sich gelenkt. Das war wichtig gewesen, weil es ist dann auch eine Sammelaktion losgegangen und so sind auch Leute außerhalb von der engeren Region darauf aufmerksam worden und vielleicht auch motiviert gewesen, etwas zu spenden für den Wiederaufbau. Wie sich die Dorfgemeinschaft direkt nach dem Brand entwickelt hat, das ist natürlich jetzt nach über 130 Jahren schwer zu sagen. Was aber sichtbar war, die reformierte Gemeinde, also der reformierte Pfarrer, hat in dieser Zeit nach dem Brand relativ bald eine Hilfskasse eingerichtet. Und die Akten kann man also bis heute sehen. Und was mich da also wirklich sehr beeindruckt, ist der Umfang an Hilfsbereitschaft und Solidarität, der so durch das Dorf und durch die Region bis weit ins Österreich hineinging, mit wie viel Aufwand und auch mit welcher großen, starken finanziellen Unterstützung die Leute einander beigestanden haben. Das finde ich also auch für uns heute unheimlich stark beeindruckend, weil es genau das ist, was ich mir eigentlich für unsere Dorfgemeinschaft heute auch wünsche und auch erhoffe, dass so unterschiedlich wir alle sind, wenn es darauf ankommt, rückt das Dorf zusammen und wir halten zusammen. Und das ist was wirklich auch ganz, ganz wichtig ist für so eine Dorfgemeinschaft, dass wir eben, einfach wenn es drauf ankommt, sagen, ja, wir sind aber Sevelen. Und das muss dann so sein, dass man dann auch ja, über den eigenen Gartenhag drüber hinwegschaut und sagt, ja, das ist aber mein Nächster. Und um den geht's und der braucht meine Hilfe. Und das ist was, das können wir also auch über diesen großen Zeitraum hinweg von den Sevelern aus früherer Zeit heute noch lernen. Schon wenige Tage nach dem Dorfbrand ist ein Hilfskomitee für die Brandbetroffenen gegründet worden. Präsidiert ist das Komitee vom Pfarrer Greminger, dem damaligen Gemeindepfarrer. Das Hilfskomitee hat es geschafft, fast 50'000 Franken zusammenzutragen für die damalige, aus privaten Spenden, für die damalige Zeit natürlich eine enorme Summe. Das Interessante ist, dass die Spenden nicht nur von verschonten Mitbürgern gekommen sind, von denen natürlich auch, sondern auch von auswärts. Aber nicht nur von den Nachbargemeinden,
sondern auch aus der ganzen Schweiz, ja sogar aus dem Ausland. Also ich habe es selber nicht, oder ich habe es jetzt nicht belegen, aber ich denke, also wenn ich die Unterlagen sehe, die der Kanton, wie uns auch der Kanton unterstützt hat, der Kanton hat ein Notprogramm gemacht, damals für Sevelen, um nach dem Brand wieder das, den Kern aufzubauen. Und wenn ich denke, wie heute Sevelen in welchem Zustand ist, also hat das sicher auch einen Schub gegeben für die Entwicklung von Sevelen, wie das zum die heutige Gestalt angenommen hat. Zur Zeit des Dorfbrands hat Sevelen bereits einen Bahnanschluss gehabt, so war schon ziemlich lang. 1858 ist die Rheintallinie zwischen St. Gallen, Rorschach und Chur nämlich eingeweiht worden. Wie ist Sevelen zu dem Bahnhof gekommen? Die Rheintallinie war ja eigentlich nicht als Regionalbahnplan, sondern als Durchgangslinie, als Nord-Süd-Traversale vom Bodensee über den Splügen Richtung Chiavenna, Italien zu. Bekanntlich hat er ja nicht die Splügenlinie ein Rennen gemacht, sondern die Gotthardlinie mit dem Gotthardtunnel. Aber wo die Rheintallinie gebaut wurde, war das noch nicht entschieden gewesen. Das ist übrigens auch der Grund, wieso die Linie über grosse Strecken Pfeifengrad verläuft, zum Teil weit weg von den Dörfern. Auch die Sevelen, im damaligen Sevelen, war der Bahnhof noch weit außerhalb des Dorfes. Die Bahnhofstrasse hat sich dann ja erst nach der Eröffnung der Bahnlinie so entwickelt. Das war deshalb gesehen, es ist weniger um die regionale Erschliessung gegangen, als um das Zukunftsprojekt von einer Durchgangslinie. Trotzdem hat Sevelen das Glück gehabt, einen Bahnhof überzukommen und damit sozusagen ein Tor zur Welt. Der ursprüngliche Bahnhof von Sevelen, das war ein Holzgebäude, gibt es übrigens noch. Das ist um 1960 um ein paar hundert Meter verschoben worden. Ein bisschen näher gegen das Dorf zu, in ein Wohnhaus umgewandelt dort und es ist hier ein neues Bahnhofsgebäude gebaut worden. Was hat jetzt der Bahnhof im Zusammenhang mit dem Dorfbrand für eine Bedeutung? Wahrscheinlich nicht eine wahnsinnig grosse. Die Feuerwehren sind wahrscheinlich grösstenteils zu Fuß angerückt. Die Pumpen und all das hat man ja, die Gerätschaften hat man wahrscheinlich nicht unbedingt können ohne weiteres in die Bahn verladen. Und der Fahrplan ist natürlich noch überhaupt nicht dicht gewesen, kein Stundentakt oder gar Halbstundentakt, also unter Umständen dann schneller gewesen, wenn man zu Fuß gekommen ist. Eine Bedeutung hat er aber tatsächlich erlangt im Zusammenhang mit dem Dorfbrand. Der Berichterstatter von der NZZ ist ja, wie gesagt, mit der Eisenbahn auf Sevelen gekommen, noch ein Brandtag selber. Wenn man noch keinen Eisenbahnanschluss gehabt hätte, wäre es wohl nicht möglich gewesen, dass von Zürich aus am gleichen Tag vom Schadensfall ein Reporter angereist wäre. Als wir im Herbst 2015 hierher nach Sevelen kamen als Pfarrperson, da blieb es gar nicht aus, dass ich irgendwann einfach diesem Kirchenfenster begegne. Also ich muss ja dran vorbeilaufen. Und das hat mich dann schon auch sehr interessiert, was ist denn damals geschehen? Und ja, bei diesen ganzen veramtlichen Unterlagen, die wir da überreicht bekommen haben, da waren eben unter anderem auch Berichte und historische Beschreibungen und Unterlagen aus der Zeit dieses Dorfbrands mit dabei. Ja, und aus Interesse habe ich dann eben einfach mal drin herumgeblättert und mir das angeschaut und dann eben auch ziemlich bald festgestellt, ja, das muss also wirklich ein sehr einschneidendes und wichtiges Ereignis in der jüngeren Dorfgeschichte gewesen sein. Drum war es mir wichtig, nach 130 Jahren zu sagen, ja, wir erinnern uns gemeinsam nochmal daran, weil es eben so wichtig war.
Also ich denke, es war noch in meiner Jugend, wo ich vermutlich einen Bericht im W&O vermutlich auch zu einem Jubiläumstag kam. Und nachher später eigentlich ist mir das erst wieder bewusst geworden, als ich dann hier auf Seefeld gezogen bin und wo dann im Vorfeld von dem Jubiläum, das ja letzten März war, im 2022, wo man dann von der reformierten Kirche in dieser Thematik auf uns zugekommen ist. Na, es entstand die Idee, an diesen Dorfbrand zu erinnern, anlässlich des 130. Jahrestages. Und ja, meine Überlegung war, eigentlich kann das nur sinnvoll sein, wenn wir das miteinander tun. Also sprich, die drei Kirchgemeinden im Dorf, die Gemeinde selber und die Ortsgemeinde und natürlich diejenigen, die sich um die Brandabwehr kümmern, also sprich die Feuerwehr. Und ich habe alle angesprochen und bin überall nur auf offene Türen gestoßen. Und das hat mich natürlich sehr erfreut, weil es genau das ist, worum es mir eben auch geht bis heute, dass man eben gemeinsam unterwegs ist. Und wenn es drauf ankommt, kann man sowas eben auch gemeinsam planen und auch gemeinsam durchführen. Und dann wird es für alle gleich viel, viel schöner. Die Ortsgemeinde Seefelen hat zum Glück noch einige alte Häuser an der Histengasse, die von dem Brand verschont worden sind, weil der Brand ist auf dem Rathaus Richtung Norden gegangen und die Häuser befinden sich auf der Südseite des Rathaus und durch das haben sie die Katastrophe überstanden. Und das ist schon eine Aufgabe der Ortsgemeinde, dass man so alte Häuser erhalten für die weitere Zukunft des Dorfes. Wie kann man sich Seefelen vorstellen an 1892, das Dorfleben, die Bevölkerung? Die meisten Bewohner haben entweder als Kleinbauern oder als Sticker gelebt. Häufig auch in Kombination von beidem. Wenn die Stickerei gut gelaufen ist, ist das Haupteinkommen von dort gekommen. Wenn die Stickerei in einer Krise war, dann hat man vielleicht wieder mehr gebaut. Der allergrösste Teil der damaligen Bevölkerung waren Schweizer, nämlich 99%. Und von diesen 99% noch einen recht einen sehr grossen Prozentteil Seefler Ortsbürger. Man war also sozusagen unter sich. Und von dieser Seefler Bevölkerung war wiederum der allergrösste Teil konfessionell reformiert. Hat nur ganz wenige Katholiken gehabt und, glaube ich, einen einzigen jüdischen Mitbewohner noch. Und einen, der nicht bestimmbar war oder konfessionslos oder etwas anderes. Auch politisch war Seefelen damals sehr homogen. Es hat eine Partei praktisch gegeben, das war die liberale Partei, die heutige freisinnige Partei, die damals allerdings natürlich ein breiteres Spektrum umfasst hat als heute. Und in den Behörden sind entweder liberale, freisinnige gesessen oder parteilose. Es hat allerdings, wenn ich von Behörden rede,
Das Rathaus, das heutige Rathaus, ist zwar schon gestanden, also der Altbau, aber es war ja nicht das Rathaus, es war ein Privathaus. Und erst im 20. Jahrhundert ist das Rathaus dann für die Gemeinde erworben worden und zum Rathaus geworden. Damals ist einfach bei den Behördenmitgliedern sind die Sitzungen, die Gemeinderatssitzungen in der Stube abgehalten worden. Man hat auch dafür kein Rathaus gehabt, wo man sich getroffen hat. Und die Verwaltung war noch sehr klein gewesen. Die Gemeinderäte haben das vielleicht mehr oder weniger auch gerade so im Nebenamt gemacht, dass wenige, die eine Verwaltung gebraucht haben. Für das hat man noch kein Rathaus gehabt. Eigentlich hat ja dann der Altrüh-König das Dorfkern dann schon ersetzt. In den 60er Jahren ist auch, das ist ein futuristisches oder zukunftsgerichtetes Projekt damals, ein mutiges Projekt auch in den 60er Jahren, wo man damals den drei Könige mit der ganzen Hotelanlage und so weiter und dem Saal entwickelt hat. Das ist eigentlich damals der Dorfkern gewesen. Und das ist leider nach der 2000er-Wende, also gegen 2010, ist denn das nur können betrieben werden. Und ist jetzt nach 10 Jahren, liegt es wirklich teilweise brach. Den Gemeindesaal nutzen wir noch, aber die restlichen Einrichtungen werden nur mehr genutzt. Und da ist schon das Ziel, dass wir relativ bald wieder einen belebten Dorfkern schaffen können. Der Stand vom Dorfkern, wir haben jetzt einen Wettbewerb ausgeschrieben. Also das Ziel soll sein, dass ein gesellschaftlich-kulturelles Zentrum da im Dorf entsteht, auf dem Areal des Drei Könige. Das haben wir jetzt aktuell in ein Wettbewerbsprogramm gefasst, wo sich jetzt entsprechende Teams, Architekturen, Landschaftsarchitekten und Bauwerksplaner können darauf bewerben können. Wir hoffen bis Ende Jahr dann, die entsprechenden Projekte vorliegen haben und daraus können ein Ziegerprojekt oder das Projekt, das dann soll realisiert werden, zu auswählen. Ja, man fragt sich vielleicht, ob noch Überreste vom Dorfbrand sichtbar seien im Dorf. Eigentlich ist sozusagen alles verräumt, das Dorf schnell wieder aufgebaut worden. Aber es gibt noch einzelne Züge. Ich habe zum Beispiel im Stammhaus von meinen Vorfahren, Hackmann-Vorfahren in Bongert, das ist im Dorfzentrum, das war am Rand des Dorfbrands, gibt es noch eine Tür, das ist die hier im Hintergrund, die auf einer Seite angesenkt ist. Unter mündlichen Überlieferung nach haben die Bewohner, damals meine Vorfahren, die Türen gebraucht, um den Brand vom Haus abwehren. Also haben immer wieder neue Türen irgendwie bei Fensteröffnungen oder wo immer her. Und am Schluss ist dann eine übrig geblieben, die nur auf einer Seite angesenkt ist, nicht ganz durchgebrannt. Man konnte sie brauchen und die ist noch bis vor wenigen Jahren in einem Nebenkämmerli, im Vorratszimmer im Einsatz gewesen. Und sie konnten retten, wo das Haus umgebaut worden ist. Also wir stehen hier vor meinem Elternhaus in der Histengasse. Es geht auf das 18. Jahrhundert zurück. Es war ursprünglich wahrscheinlich ein Salzhaus gewesen. Später in der Mitte des 19. Jahrhunderts ein Arzthaus. Und wichtig, es steht außerhalb des Brandschadensplatz, also es hat den Dorfbrand unbeschadet überlebt. Das ist der Bangert, Stammhaus meiner Vorfahren. Mein Ur-Ur-Urgrossvater Christian Hackmann hat es 1815 erbaut. Es ist also lange vor dem Dorfbrand gestanden, es ist aber unmittelbar an der Brandlinie gestanden. Also das heisst, es hat einzelne Schäden erlitten, aber insgesamt den Dorfbrand überstanden. Der mündlichen Überlieferung nach soll mein Urgrossvater, der auch Christian Hackmann geheißen und Kutscher war, mit Gülle aufs Dach gespritzt haben, um so ein Haus zu schützen, weil es dann zu wenig Wasser hatte. Und eine weitere Schutzmassnahme sei, dass man einzelne Türen innerhalb des Hauses ausgebaut hat und dort, wo der Brand eindringen konnte, versucht hat abzudichten. Eine solche Tür hat also angesenkt überlebt und die haben wir vorher in meinem Elternhaus, bei meinem Elternhaus gesehen. Das stattliche Rathaus ist das Rathaus. Zur Zeit des Dorfbrandes war es allerdings noch ein Privathaus von einem Major Hilti. Es ist knapp außerhalb des Schadensplatz gestanden. Und trotzdem hat der Dorfbrand etwas mit ihm gemacht. Es hat dazu geführt, dass das Rathaus heute ein bisschen schief in der Landschaft steht. Natürlich hat der Dorfbrand das Haus nicht umgekehrt, aber nach dem Dorfbrand ist die Hauptstrasse
begradigt worden, verkürzt worden. Vorher ist sie ja quasi parallel zur Hauptfassade vom Haus hier weiter hochgegangen. Und darum hat man das Gefühl, es stehen schräg in der Landschaft. Hier hinter mir zu, das ist das ehemalige Försterhaus vom Förster Nikolaus Engler. Er war zugleich auch Gemeindepräsident, Gemeindeamt damals. Und hier sehen wir jetzt, wenn wir genau schauen, oberhalb vom Stadeltor, vom Tentor, sehen wir die Jahrzahl 1893. Es ist, die meisten Häuser nach dem Dorfbrand sind bereits 1892, also sehr schnell wieder aufgebaut worden. Es hat vereinzelt auch 1893. Und das ist jetzt ein Haus, das außerhalb des ehemaligen Brandgebiets aufgebaut worden ist. Also man kann davon ausgehen, vor 1893 ist hier nichts gestanden. Wir stehen jetzt im Gebiet zwischen dem Rathaus und dem Dorfbach. Das ist vielleicht, hat vielleicht eine Breite von 50 bis 100 Meter. Und hier in diesem Gebiet hinein muss der Dorfbrand ausgebrochen sein. Ganz genau den Platz habe ich nicht herausgefunden bis jetzt. Es kann hier sein, wo wir jetzt stehen, oder es kann auch weiter unten sein, wo jetzt die Hauptstrasse durchgeht. Weil man muss sich vorstellen, zur Zeit des Dorfbrands war dort ein Gehänge von Häusern und Ställen, es war überbaut. Die Hauptstrasse ist erst nach dem Brand weiter rauf verlegt worden, etwa hier oder ein bisschen weiter oben, wo wir jetzt stehen. Das ist ein noch von der letzten oder von der wenigen Zeugen vom Wiederaufbau vom Dorfbrand, also gut erkennbare Zeugen, muss ich sagen. Wir sehen hier oben über dem Tentor die Jahrzahl 1892. Das Haus ist also bereits im Jahr vom Dorfbrand wieder aufgebaut worden. Man muss sich in Erinnerung rufen, Ende März, 25. März, hat es brennt und im Laufe des Jahres ist das Haus schon gestanden. Ein ehemaliger Nachbar im Haus nebenzu soll ich gesagt haben, die Häuser seien nur zu Faden geschlagen worden. Also das heisst, relativ schnell und wahrscheinlich auch ein bisschen billig aufgebaut. Also es ist nicht auf Perfektionismus gemacht worden. Es sind als Holzhäuser gesehen, also gemauerte Sockel, oben nur ein Strickbau. Also das heisst, das musste schnell und speditiv gehen. Und trotzdem ist es natürlich eine beachtliche Leistung, dass in praktisch im gleichen Jahr die meisten von den Häuser wieder aufgebaut worden sind, zum Teil an anderem Ort, in anderer Form, aber sehr schnell auf jeden Fall. Wir stehen hier im sogenannten Winkel. Es ist eigentlich fast selbsterklärend, oder? Da kommt die Strasse von hier oben runter, das heisst Winkel, und dafür heisst es so Winkel, geht in einem 90 Grad Winkel weiter. Allerdings 1892, vor dem Dorfbrand, war das nicht so geradwinklig, sondern eher verwinkelt. Und das Gebiet ist komplett abgebrunnen, weil es ist ja am Föhntag war. Es ist aber nicht, der Föhn ist aber nicht einfach von Süden nach Norden getrieben, sondern von Südosten nach Nordwesten. Also das heisst, es hat das Feuer Richtung Berg zugetrieben. Und darum war das Gebiet so stark betroffen gewesen. Jetzt hier war eigentlich die Grenze des Dorfbrands. Das weisse Haus mit den grünen Läden, das ist unten abbrennt. Und dann, wenn wir jetzt aber hier Richtung Glatthalden laufen, das uralte Haus, das wir sehen, mit dem überwachsenen Stall, das hat der Dorfbrand überlebt. Das Haus in der Glatthalden hier, das ist wahrscheinlich noch ein von den ganz wenigen Bauzeugen zu Evelen, das im Inneren noch sehr in einem urtümlichen Zustand erhalten ist. Und hat, wie gesagt, der Dorfbrand überlebt. Das war knapp außerhalb des Brandgebiets. Das Haus ist noch ein interessanter Bau. Es ist nicht einfach nur ein Holzhaus, wie es bei alten, einfacheren Häusern häufig ist, sondern es hat einen recht hohen gemauerten Teil. Und dann hat es hier angebaut, also Stall und Aufbauten. Also über dem Wohnteil offenbar einmal wie ein Stallteil und hier auf beiden Seiten. Also ich denke, es hat wahrscheinlich wie ursprünglich einmal einen Kernbau gegeben, der dann vielleicht auch erweitert worden ist. Die Räume selber sind sehr nieder. Also, weil die Leute früher auch viel kleiner waren. Und ja, es ist, und die Stege ist eine ganz einfache Stege mit offenen Tritt in oberen Stock. Also, es hat den Wohnstock mit der Stube und der Küche. Und über oben hat es zwei, drei Zimmer. So etwa kann man sich vielleicht ein einfaches bäuerliches Haus im 19. oder gar 18. Jahrhundert vorstellen. Im Anbau von dem Haus, also hinter dem Stall, bei diesen grossen Fenstern, das ist jetzt ein ehemaliges Sticklokal. Viele Kleinbauern im Werdenberg haben ja als Nebenerwerb oder dann, wenn die Stickerei gut gelaufen ist, auch als Haupterwerb angefangen zu sticken. Das ist gut gegangen bis zum Ersten Weltkrieg. Dann ist mit der Stickerei die Krise losgegangen und ist immer mehr bachab gegangen. Und in der Krisenzeit der 30er Jahre war es dann eigentlich fast komplett vorbei gewesen.
Die Sticklokale sind dann häufig leer gestanden oder umgenutzt worden. Das Sticklokal zum Beispiel war später lang ein Lokal von einem Schuhmacher, in eine Schuhmacherei umgewandelt worden. Wir stehen an der Kreuzung zwischen Kirchgasse, Stierstrasse und Winkel, wo sich hier rechtwinklig kreuzen. Früher vor dem Dorfbrand waren das ganz verwinkelte Gässli, die Kirchgasse ganz entlang vom Hangfuss da weiter unten. Und nach dem Dorfbrand hat man das begradigt, also man hat die Kirchgasse gerade eingezogen, man hat den Winkel ganz gerade hinter gezogen. Und, wie ich ja vorher schon erwähnt habe, man hat die Hauptstrasse auch begradigt. 1892, als der Dorfbrand ausgebrochen ist, hat es in Zevelen noch kein Hydrantennetz gegeben. Fast die einzige Möglichkeit, Löschwasser zu gewinnen, war der Dorfbach, der hier vorbeifließt. Es war März. In den Berichten steht, man sei froh, dass es nicht vereisen war. Es war ein Föhntag, das war Glück. Man ist wenigstens überhaupt zum Wasser dazugekommen. Aber Riesenmengen werden nicht geflossen sein, wahrscheinlich ähnlich wie jetzt. Man musste wahrscheinlich aufstauen, dass man überhaupt ein bisschen etwas rauspumpen konnte. Weil die Schneeschmelze ist noch nicht gross losgegangen. Und weiteres Wasser konnte man aus den Dorfbrunnen gewinnen. Aber es war dann eine Lehre aus dem Dorfbrand, dass man gesagt hat, man muss Deutsches ändern. Und dann ist in der Folge des Dorfbrands die Wasserversorgungsgenossenschaft gegründet worden, also das heutige EW, Wasser- und Elektrizitätswerk. Und dann ist auch ein Hydrantennetz im ganzen Dorf aufgebaut worden, das dann das Löschen von Bränden wesentlich effizienter gestaltet hat. Der bauliche Brandschutz war schon in 7 Jahren nicht vorhanden. Heutzutage mit diesen Mitteln und Massnahmen kann so ein grossflächiger Brand verhindert werden. Die Feuerwehrwerk Süd ist jetzt mit zukunftsausgerichtetem Material und Organisationen parat, für jetzt und in Zukunft kleine und grosse Ereignisse zu bewältigen. Für das üben wir intensiv das ganze Jahr durch mit gutem Material und einer top persönlichen Schutzausrüstung. Der historische Teil des Rathauses, also das rote stattliche Haus, ist 1805 von einem Bartholomäus Litscher. Das war ein führendes Geschlecht in Sevelen, gebaut worden. Später ist es dann an einen Major Hilti übergegangen, der eine Nachfahrin von diesen Litscher geheiratet hat und darum daher gekommen ist. Und seit Anfang des 20. Jahrhunderts ist es dann das Rathaus geworden, da hat es die Gemeinde gekauft. Die Kirche ist im Dorfbrand auch sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Also das heisst, das Kirchenschiff ist komplett ausgebrannt. Der gotische Chor hat überlebt, der Turm auch, ein sogenanntes Vorzeichen, also die Verbindung zwischen Turm und Schiff auch und zum Glück auch das Pfarrhaus. Die Mauern, die noch gestanden sind, die hat man dann abgebrochen, weil das Kirchenschiff ist auch zu klein geworden. Und dann hat man eine grössere Kirche aufgebaut. Der Turm ist, wie gesagt, wiederverwendet worden, der ist ja noch gestanden. Der hat dann dafür in den 20er Jahren, frühen 20er Jahren, müssen ersetzt werden, weil er statische Probleme hatte, einen Riss, dann musste man ihn auch abbrechen.
Ja, das Thema, um was sich es dann auch bei dem Dorfbrand, also im Nachgang dieses Dorfbrands sich alles dreht, ist ja im Grunde das der gelebte Nächstenliebe. Und das ist natürlich für eine christliche Kirchgemeinde permanent Thema. Und bei dem Dorfbrand in Sevelen 1892 wurde das eben ganz besonders deutlich und sichtbar und notwendig. Und es ist einfach schön zu sehen, dass, wenn es darauf ankommt, dass es dann wirklich auch funktioniert.